Familiensinnes. Und obwohl Vater Jan in Marrakesch weilte, spürte man ihn auch hier. Ist das der Fluch der Händel? Heutzutage gibt es ja sowieso fast keinen Amateur mehr, wenn man das so genau nimmt. Also dürfte es auch keine Winterolympiade mehr geben, weil wenn man jeden Läufer in Sapporo gefragt hätte, bist du Amateur oder Profi, der sagt natürlich Amateur, aber in Wirklichkeit ist er Profi. Was Monika Pflug, Goldmedaillengewinnerin und Weltmeisterin, so gelassen aussprach, betrifft viele. Aber es traf nur einen, Karl Schranz, Opfer und Held. Doch das liegt jetzt einige Wochen zurück. Auch der Jubel um ihn ist fast verklungen. Nur der Rubel rollt weiter. Karl Schranz, heute Synonym für den Amateursportler, der clever sein Geld macht. Schranz, der Erfolgreiche, der Pech gehabt hat. In Zukunft wird man noch vorsichtiger sein müssen. Es fällt leicht, sich mit solch einem Typus zu identifizieren, denn alle träumen vom Erfolg, auch wenn böse Mächte ihn manchmal verhindern sollten. Und gerade der Sport bietet die Chance, in kurzer Zeit zum Idol zu werden. Idol wie der Holländer Art Schenk, dreifacher Goldmedaillengewinner im Eisschnelllauf. Der erfolgreichste Sportler der letzten Winterspiele hat es verstanden, seinen Ruhm in bare Münze umzusetzen. Unumwunden gab er zu, dass er ein Zubrot in der Werbung verdient. Wer wird es ihm verargen? Die Versuchung scheint zu groß zu sein. Sie war es auch für Deutschlands zurzeit noch populärsten Sportler, Erhard Keller. Früh genug gab er der Industrie den Wink mit dem Zaunpfahl, seine Goldmedaille nach den Spielen zu versilbern. Avery Brundage hatte wohl nicht so recht verstanden oder er wollte nicht. Erhard Keller fühlte sich sicher im Recht. Der Verzicht auf manches in den letzten Jahren hat den Appetit gesteigert. Eine andere Goldmedaille kam dabei ins Gerede, die von Monika Pflug über 1000 Meter im Eisschnelllauf. Hier läuft sie ihrem Sieg entgegen. Aber kann eine 18-jährige Eisschnellläuferin damit schon wirklich Geld verdienen? Heute könnte man mit ihr sofort Geld verdienen. Jetzt hat sie eine Goldmedaille gewonnen und die Goldmedaille hebt alles auf. Das ist ein absoluter Wert, der über die Sportart hinausgeht. Dann sagt man nicht mehr Eisschnellläuferin Monika Pflug, sondern das Goldmädchen Monika Pflug. Und das könnte sofort Geld bringen. Monika Pflug und ihr Vater sind über diese Vorstellung nicht gerade glücklich. In Zeitungen musste Herbert Pflug lesen, dass er den Versuchungen der Industrie erlegen sei und den Erfolg seiner Tochter in klingender Münze anlegt. Da ist überhaupt nichts dran wahr. Im Gegenteil, ich habe oft zu meiner Tochter gesagt und habe auch zu Herrn Schwabel gesagt, also was nicht unbedingt wichtig ist, die Termine, dass wir die absahen tun, die nicht gerade, sagen wir mal, mit Sport zu tun haben. Ja, also was ich in meinem Begriff also für unwichtig halten tue, ich bin eigentlich dagegen, dass man jetzt so viel Termin und dass auf den Mädchen so viel zukommt. Bin ich eigentlich ein bisschen dagegen. Ich würde zunächst unterscheiden, hat sie einen Manager oder hat sie keinen? Wenn sie keinen Manager hat und unbedarft in dieses harte Geschäft der Werbung geht, würde sie wahrscheinlich für die Autogrammstunde 200 Mark verdienen und würde für eine Zeitungsanzeige 1000 Mark bekommen. Hätte sie einen Manager, könnte sie heute, wo sie das Goldmädchen Monika Pflug ist, für die Autogrammstunde 1000 Mark verlangen, vielleicht auch 1500 plus Spesen und würde für eine Zeitungsanzeige wahrscheinlich 5000, eventuell 10.000 Mark bekommen. Monika Pflugs Terminkalender ist voll, aber auch das wird ihr angekreidet. Was sind das für Termine? Ja, es sind mehr von, wie soll ich sagen, wichtige Termine, die wo man hingehen muss. Um sich sehen zu lassen. Ja, sind mehr politische und sportliche Anlässe, wo man hingehen muss. Wenn der Terminkalender übervoll ist, man Monika Pflug aber trotzdem gerne haben möchte, beispielsweise als Star eines Sportpressefestes, das sind diese bunten Veranstaltungen in großen Hallen, muss man ihr den Start attraktiv machen. Man muss ihr etwas bieten. Daraus resultiert zwangsläufig, dass man ihr, wie das bei Amateuren wohl gelegentlich der Fall ist, absolut überhöhte Spesen bietet, die als Verstoß gegen die Amateurregeln schwer nachzuweisen sind und auf der anderen Seite die private Kasse ein bisschen aufbessert.
Sicher hat Monika Pflug nie an so etwas gedacht, nicht einmal an die Goldmedaille. Aber jetzt ist sie da und Tochter wie Vater sind ein wenig ratlos. Und ich meine, wenn man heute das überhaupt in der ganzen Welt überall anschaut, ich meine, Reklame wird ja überall gemacht. Und ich möchte sehen, jeder Sportler, der aus dem Arbeiterkreis rauskommt, ich glaube, dass da jeder Vater oder jede Eltern froh sind und der Sportler selber, wenn er ein paar Turnschuhe oder ein Dress oder einen Laufanzug geschenkt bekommt von einer gewissen Firma. Ich meine, da ist aber nicht immer der Hintergrund dabei, dass man da eine Reklame macht. Um auf dem halblegalen oder sogar illegalen Weg als Amateur Geld zu verdienen, bedarf es schon einer wirklich großen Cleverness und einer anhaltenden Karriere, um zu größeren Beträgen zu kommen. Ich glaube nicht, dass Monika Pflug, würde sie alles ausnutzen und ungestraft bleiben, könnte sie also Amateurin bleiben, dass sie auf einen Betrag von, sagen wir, im Jahr mehr als 10.000 bis 20.000 Mark kommen könnte. Gehen Sie, soll sie ihr Leben so schön wie möglich machen. Wir reden ja so nicht nein, außerdem es kommt ja was, gell, was sie vielleicht einmal machen könnte, unüberlegt oder sonst was. Gell. Wie jetzt gerade durch die Goldmedaille, da muss sehr vorsichtig sein mit der Werbung. Mhm. Es werden so viele Fotografen sind überall da und die hat die Einladung, da heißt, Monika, stell dich dahin, da wird ein Bild gemacht und sie stellt sich hin, unbeachtet oder sonst was. Hinten hängt vielleicht das Schild Coca-Cola, was sie gar nicht beachten tut. Haben und Sie überhaupt eine Kontrolle darüber? Ja, ich bin meistens immer dabei, bei ihr, und ich habe meine Augen überall offen. Würde sie aber bereit sein, ihre Karriere abzubrechen und jetzt im Augenblick ihre Popularität zu nutzen, so könnte sie jetzt sicher einen Betrag von 100.000, 150.000 Mark verdienen. Allerdings müsste sie es wirklich jetzt und heute tun, denn in wenigen Wochen und Monaten ist in der Schnelllebigkeit des Sports der Erfolg von Monika Pflug absolut eingeordnet in andere Ereignisse und sie ist dann gar nicht mehr gefragt. Ein Dilemma, soll man oder soll man nicht 150.000 Mark mit 18 Jahren. Dennoch, Monika und ihr Vater haben sich entschieden. Ich habe nicht vor, dass ich den Sport aufgebe, denn ich kann in vier Jahren einen größeren Höhepunkt haben wie heuer. Der Erfolg, der kommt erst richtig. Weil das war jetzt der erste Anfang. Und sicher werden die Preise steigen, mit ihnen die Versuchung. Gekommen sein. Sie müsste möglichst, wenn überhaupt, einen hübschen Freund haben. Besser ist gar keinen, weil sich dann mehr mit ihr identifizieren können. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind und sie siegt, wer verliert, ist nichts mehr wert. Wenn sie aber siegt in vier Jahren, hat ihr Marktwert ohne Zweifel erheblich zugenommen. Was soll man ihr wünschen? Erfolg,